Hallo und schönen guten Morgen. Tag 4 im Leben eines Anwalts ist ein schöner Tag. Ich werde mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und was der Tag so bringt, das erlebt ihr gleich. Ja, viele sind noch nicht wach um diese Uhrzeit. Einer, der arbeitet ganz fleißig bei uns im Garten, das ist unser Mähroboter. Dem kann man stundenlang zuschauen. Beruhigender geht's kaum. Maximal noch das Vögelgezwitscher im Hintergrund. Ich habe mir vor einiger Zeit ein E-Bike gekauft, mit dem kann man hervorragend auch mal die 9 Kilometer zur Arbeit fahren, sonst war mir das immer ein bisschen zu stressig und man kam dann schon verschwitzt an. Und womit ich mich wahrscheinlich gleich filmen werde, ist dieses schöne Teil, eine Halterung fürs Handy. Dann seid ihr selbst auf meinem Fahrrad noch mit dabei. Ich bin gut in meinem Büro angekommen und schaue jetzt mal, was hier auf meinem Pult liegt. Das ist noch relativ überschaubar. Ein paar Unterschriftenmappen, die zu machen sind. Und das steht jetzt gleich an YouTube-Videos, die ich noch vorbereiten muss. Nächste Woche ist wieder YouTube-Drehtermin und ich gehe jetzt mal eure Fragen durch und schaue, was für die Nutzerfragen passen könnte. Tobias hat hier schon eine interessante Frage, ob eine lange Zahl, in die man ein Musikstück packt, eine Urheberrechtsverletzung darstellen kann. Finde ich spannend, kann man auch gar nicht so simpel beantworten. Und vielleicht ist das eine Frage, die wir gleich mal recherchieren werden. Ja, einer der wichtigen Termine am Freitag ist die sogenannte Kalenderbesprechung. Und ihr seht hier im Hintergrund meine Sekretärin Steffi Schmidt. Und wir überlegen jetzt, was meine nächsten Termine sind und der Kalender sieht schon sehr, sehr voll aus und wir gucken jetzt, müssen Flüge gebucht werden, müssen irgendwelche Hotelzimmer schon mal reserviert werden, denn das kommt ganz darauf an, was in den nächsten Tagen bei mir so ansteht. Nachdem ich gerade ein Vorstellungsgespräch mit einer Rechtsanwaltsfachangestellten hatte, das ganz gut gelaufen ist, nehme ich euch jetzt einfach mal mit auf einem Rundgang durch die Kanzlei und wir schauen mal, was die Anwälte so alles auf dem Tisch liegen haben. So, wir kommen jetzt in die Zentrale der YouTube-Videos. Hier sitzen Anne und Tobi und ihr bereitet auch gerade die YouTube-Videos für die nächste Woche vor. Vielleicht sagst du mal, Tobi, was sind da für heiße Themen, die auf dem Tisch liegen? Ja, wir bereiten es in der Tat gerade vor. Aktuell ist das Thema, was wir machen, kann man sich Adelstitel kaufen? Wie sieht es aus? Kann man einen Adelstitel führen? Wie sind die aktuellen Rechte? Da ist es zum Beispiel so, dass Christian Solmecke nicht Freiherr Christian von und zu Solmecke hieß, sondern der Adel ist seit längerer Zeit bereits abgeschafft in Deutschland. Darum würde er... Nicht sagen, das beantworten wir im YouTube-Video. Okay. Was hast du denn so auf dem Tisch liegen, Anne? Ja, mein YouTube-Video wird auf jeden Fall alle Schülerinnen und Schüler sehr interessieren. Es geht nämlich um alle Fragen, was dürfen Schulen, dürfen Lehrer dir dein Handy wegnehmen? Dürfen sie es sogar übers Wochenende einziehen oder dürfen sie sogar so James Bond-mäßig Störsender oder irgendwelche, wie heißen die Dinger, Handyblocker oder Jammerstörsender verwenden, um eure Handynutzung zu unterbinden. Außerdem gibt es noch Neues zu Gronkh, dem Let's Player, der von der Medienanstalt angeschrieben wurde und viele weitere spannende Themen. Ja, super. Also das wird spannend und ich ziehe mal weiter hier bei meinem Rundgang durch die Kanzlei. Danke euch. Macht's gut. So, ich gucke nämlich so in verschiedene Räume der Kollegen rein. Vielleicht kannst du mal sagen, woran arbeitest du gerade? Was hast du auf dem Tisch? Was sind für spannende Fälle, die von dir abgearbeitet werden müssen? Ja, momentan haben wir auf jeden Fall wieder eine Klagewelle an und jetzt stehen ja die Erstgespräche mit den Mandanten an, ob die sich gegen die Klage verteidigen möchten oder den Vergleich eingehen möchten. Und da muss man jetzt schauen, wie der Sachverhalt aussieht. Und das liegt heute den ganzen Tag auf dem Tisch. Und haben die Mandanten eine Chance oder haben die keine Chance? Die Mandanten eben hat auf jeden Fall eine Chance. Also der beraten sich auf jeden Fall gegen die Klage zu verteidigen und keinen Vergleich anzubieten. Doch. Super, vielen Dank. Gerne. So, dann schauen wir doch mal weiter und gucken mal beim
Kollegen Thomas Burgemeister, Rhein-Miriam Gebel, kennt ihr ja noch aus dem gestrigen Video, da ging es um die Messe Contra. Und Thomas ist der Kollege von Miriam und arbeitet im Urheberrecht. Was hast du denn für spannende Fälle, die gerade bei dir auf dem Tisch liegen, Thomas? Ja, also gerade haben wir ein für uns sehr positives Urteil bekommen, wo wir nachweisen konnten, dass einige der Anschlussermittlungen im Filesharing, insbesondere bei 3D-Filmen, falsch abgelaufen sind. Und das dürfte einer Menge unserer Mandanten weiterhelfen. Super, vielen Dank. Ja, jetzt sind wir beim Kollegen Michael Beuger im Büro und das sieht auch nach verdammt viel Arbeit aus, denn du hast ein wichtiges Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof, das nächste Woche die Entscheidung aussteht. Worum geht's da? Genau, nächste Woche Mittwoch, sehr spannend, wird der Europäische Gerichtshof darüber entscheiden, ob vegetarische Alternativen zu Milch- und Käseprodukten auch mit der Bezeichnung Milch und Käse ausgezeichnet werden dürfen, wenn der Zusatz auf dessen pflanzlichen Ausgangsstoff dazu gefügt wird, sodass der Verbraucher erkennt, er hat eine Sojamilch oder einen pflanzlichen Käse und weiß, das ist eben nicht Kuhmilch. Und wieso ist es verboten eigentlich? Es gibt eine Milchverordnung, die ist schon sehr, sehr alt und schützt eigentlich die Milchbauern davor, dass Alternativen aus anderen Rohstoffen als Milch und Käse verkauft werden. Es gab mal diesen Analog-Käse-Skandal, wo auf Pizza Käse gestreut worden ist, der aber gar kein Käse war. Das wusste der Verbraucher nur nicht und deshalb war es eine Verbrauchertäuschung. Hier ist es ein bisschen anders. Hier wird das Produkt auch genauso bezeichnet. Ja, also spannend und ihr werdet in unserem YouTube-Video davon hören, wenn wir das Verfahren gewonnen oder vielleicht auch verloren haben. Danke dir. Okay. Ja. Hier seht ihr das Büro der Kollegin Raffaela Wilde. Und Raffaela ist nicht nur Anwältin und Partnerin dieser Kanzlei, sondern auch noch Justiziarin des Film- und Fernsehproduzentenverbands Nordrhein-Westfalen. Und was beschäftigt euch da so gerade, Raffaela? Ja, jetzt beschäftigt uns natürlich, dass wir eine neue Landesregierung bekommen. Und das ist für den Verband natürlich ungemein wichtig, wer da in Zukunft das Sagen hat. Wer die Medienpolitik bestimmt, wer die Fernsehpolitik bestimmt, die Filmpolitik bestimmt. Und da haben wir natürlich jetzt unsere Meinung mal formuliert und auch an die Koalitionäre geschickt. Und außerdem wird telefoniert. Wer macht da was? Was kommt bei raus? Haben Sie alle Punkte gesehen, die für uns wichtig sind, für die Produzenten hier im Land wichtig sind? Viel zu telefonieren. Alles klar, dann vielen Dank. Ja, hier seht ihr mal den Terminkalender für die nächste Woche. Da ist eine vorausschauende Planung auf jeden Fall immer notwendig. Ja, so ist das, wenn man mit dem Fahrrad fährt. Manchmal kommt man dann in einen dicken Regenguss, aber wir sind ja nicht aus Zucker. Die gute Nachricht ist, es hat aufgehört zu regnen. Die schlechte Nachricht, ich bin jetzt auch gleich zu Hause. Kaum zu Hause angekommen, schien schon die Sonne und es ging weiter nach Bonn. Ich bin jetzt in Bonn angekommen. Der letzte Termin des Tages steht auf dem Programm. Die Eröffnung eines neuen Fitnessstudios hier im Marriott Hotel in Bonn. Das Fitnessstudio ist gegründet worden von einem meiner Geschäftspartner. Und insofern bin ich eingeladen worden und schaue mir das gerne mal an. Und dann ist aber auch wirklich Feierabend. Schon seit einiger Zeit entwickeln wir eine eigene Anwaltssoftware. Die wollen wir als erste Cloud-Software für den Anwaltsmarkt auf den Markt bringen. Und dafür haben wir die Legal Visio GmbH gegründet. 2018 ist es soweit, doch bis dahin ist noch eine Menge Entwicklungsarbeit zu leisten. Musik